Ob Kohle, Gas, Öl, Kernspaltung oder Wasserkraft, in fast allen Gebieten der Erde sind Energieerzeugung und Verwendung äußerst umstritten. Der globale Energieverbrauch ist sehr unterschiedlich verteilt. So verbraucht ein Bewohner Nordamerikas oder Europas im Durchschnitt wesentlich mehr als ein Bewohner Afrikas oder Südamerikas. Insgesamt nutzt ein Viertel der Menschen drei Viertel der Energien. Der statistische Vergleich des Energieverbrauchs spiegelt aber nicht die tatsächlichen Gegebenheiten wider, denn die weltweiten Güter- und Ressourcenströme sind in diesen Darstellungen nicht berücksichtigt. In den sogenannten Entwicklungsländern nutzt der Energieaufwand für Rohstoffgewinnung, Herstellung und Transport kaum der einheimischen Bevölkerung. Sie produzieren vorrangig für den Export, also für den Weltmarkt. Die Menschen in den Konsumgesellschaften verbrauchen den Großteil dieser Waren und damit letztlich erhebliche Mengen der in den Entwicklungsländern eingesetzten Energie. Armutsbekämpfung benötigt neue Energiequellen. So lautet die Forderung von Regierungen, Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Allerdings verbergen sich dahinter vorrangig wirtschaftliche Interessen. Eine dieser Energiequellen ist die Wasserkraft. Gerade in den ärmeren Ländern hat sie eine zentrale Bedeutung und gleichzeitig verheerende Auswirkungen. Gegenwärtig gibt es weltweit über 45.000 große Staudämme. Die Betonbauwerke erfüllen neben dem Hochwasserschutz zwei weitere Funktionen: Energie- und Wasserversorgung. Die Städte und Industrieanlagen sind die bevorzugten Abnehmer. In vielen Gebieten der Erde ist auch die exportorientierte Landwirtschaft auf die Staudämme angewiesen. Die Monokulturen benötigen immense Wassermengen. Die Kritik an Staudammprojekten hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verschärft. Negative Auswirkungen bestätigt auch die 1998 gebildete Weltstaudammkommission, kurz WCD. Dieser internationale Ausschuss von Befürwortern und Gegnern analysierte über 100 Staudämme. Der Abschlussbericht aus dem Jahr 2000 verurteilt die ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen. Weltweit wurden 40 bis 80 Millionen Menschen wegen Staudammbauten vertrieben oder umgesiedelt, mehrfach unter Anwendung von Gewalt. Ihre Lebensbedingungen haben sich dadurch häufig verschlechtert, auch weil Entschädigungen nicht oder zu wenig gezahlt wurden. Zudem schädigten viele Neubauten die regionale Kultur und zerstörten archäologische Stätten. In wärmeren Regionen tragen Stauseen zum Treibhauseffekt bei. Die stehenden Gewässer bilden das klimaschädigende Methangas. Die Dämme haben unmittelbare ökologische Auswirkungen, noch hunderte von Kilometern stromabwärts zu erkennen. Zu den gravierenden Folgen zählen Artensterben und Ausbleiben fruchtbarer Überschwemmungen. In fast allen betroffenen Gemeinden wirkt sich dies auf die lokale Wirtschaft aus. Denn Abholzung, Überflutung von Feldern und Fischsterben zerstören die Lebensgrundlagen. Unter Einbeziehung der massiven Auswirkungen erstellte die WCD-Kommission Richtlinien. Sie betreffen alle Bereiche von Planung über Konstruktion bis zur Stilllegung von Staudämmen. Die negativen Aspekte überwiegen bei weitem. Dennoch halten Regierungen, internationale Banken und Bauunternehmen an dieser Politik fest. So auch in Lateinamerika. Bereits in den 1950er Jahren wurden hier die Staudämme als Motor für wirtschaftlichen Aufschwung bezeichnet. Mithilfe der Industrialisierung sollte sich die Armut verringern. Doch Staatsverschuldung, Korruption und einseitige Wirtschaftsförderung verschärften die Lebenssituation der meisten Menschen. Die Motive haben sich seit der Kolonialisierung kaum verändert. Es geht um billige Rohstoffe, unterbezahlte Arbeitskräfte und totale Freiheit für Unternehmen, also um größtmöglichen Profit.
Heute erzeugt Lateinamerika über die Hälfte des Stroms aus Wasserkraft. Die Globalisierung verstärkt die Nachfrage nach Energie. Denn mit der Öffnung der Märkte verlagern immer mehr Unternehmen ihre Produktion in die profitablen Länder. Gustavo Castro von der Menschenrechtsorganisation CIEPAC verurteilt die Liberalisierungen in den mittelamerikanischen Staaten. Ya las empresas, las industrias pueden venir a instalarse a los países pobres porque ya hay tratados de libre comercio, porque ya no pagan impuestos, porque pueden entrar a un país y salir cuando quieran, porque pagan poco salario los trabajadores. Entonces las industrias pues están cerrando y se están viniendo ya a América Latina, a África, a Asia. Entonces la energía eléctrica pasa la necesidad al sur. Y los proyectos de energía de hidroeléctricas son muy grandes. Der Ausbau des Energienetzes gilt als Voraussetzung für die Ansiedlung von Unternehmen. Eine wichtige Grundlage für die Umstrukturierung der mittelamerikanischen Wirtschaften liefert der Plan Puebla Panama. Der sogenannte PPP ist ein ökonomisches und infrastrukturelles Großprojekt. Er umfasst ausgehend von Puebla die 9 südmexikanischen Bundesstaaten und die 7 mittelamerikanischen Länder bis Panama. Im Jahr 2005 lebten 65 Millionen Menschen in diesem Gebiet. Ein Drittel der Bevölkerung muss mit weniger als einem US-Dollar pro Tag auskommen. Für Rudi Nachera vom guatemaltekischen Energieministerium bietet der PPP eine bedeutende Chance für den Wohlstand. Bueno, el Plan Puebla-Panamá es un instrumento, es una herramienta que permitiría impulsar el desarrollo económico y social de estas regiones. Consideramos que es una oportunidad por medio de la cual no solamente se estarían dando interconexiones eléctricas, sino también una oportunidad para que las vías de acceso, puertos marítimos y otras puedan desarrollarse desde el sur de México hasta la ciudad de Panamá propiamente. Das wichtigste Vorhaben des Plan Puebla Panama ist der Ausbau der Infrastruktur. 95% der Gelder fließen in Straßen, Häfen und Flughäfen, Telekommunikations- und Elektrizitätsleitungen. Gerade der Energiesektor hat eine zentrale Funktion. Die Konstruktion von über 100 Staudämmen gilt für die Befürworter als eine Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung. So soll der infrastrukturelle Ausbau die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Land- und Forstwirtschaft, der industriellen Garnelenzucht und der Niedriglohnfabriken erhöhen. Zugleich werde die Tourismusbranche angekurbelt. Die zahlreichen Kritiker des Plans glauben nicht an die angepriesene Verbesserung der Lebensverhältnisse. Für sie setzt der PPP den Ausverkauf der Länder fort. Zudem ist die anvisierte Bekämpfung der Armut unglaubwürdig, denn nur ein Bruchteil des gesamten Budgets sind für Umwelt- und Sozialprojekte vorgesehen. Mit dem Plan Puebla Panama wird jetzt das länderübergreifende Stromnetz CIEPAC realisiert. Institutionen wie Internationaler Währungsfonds, Welthandelsorganisation und Banken treiben zusätzlich die Öffnung des Energiemarktes voran. Den privaten Investoren winken dadurch lukrative Geschäfte. Gemeinsam werben sie für eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und für niedrigere Preise. Doch immer mehr Menschen zweifeln an den jahrzehntealten Versprechungen. Kritiker wie Antonio Bartolo verurteilen die Begünstigung von Industriezweigen, denn in den mittelamerikanischen Ländern ist immer noch über ein Drittel der Bevölkerung ohne Stromanschluss. Bueno, el problema de la energía eléctrica es bastante sentido en el país, puesto que existen muchísimos municipios de Honduras donde todavía no existe la energía eléctrica. No hay energía. Y no es que estén tan alejados, sencillamente es que no se les ha dotado porque se considera de que no es rentable instalar ahí la energía eléctrica. Por el contrario,
Para la industria maquiladora se ha brindado todas las facilidades de instalación de estos servicios. Experten gehen von einem stark steigenden Energiebedarf in Mittelamerika aus. Deshalb wollen die Regierungen und Wirtschaftsvertreter etliche Staudämme bauen. Anhand von 4 Staudammprojekten dokumentieren wir die transnationale Energiepolitik und ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur. Unser erstes Projekt liegt in Honduras. In einem Naturschutzgebiet besichtigen wir die Baustelle des Babylonia-Staudamms. Anschließend fahren wir zum geplanten binationalen Projekt El Tigre. Wir überqueren die Grenze zu Guatemala und berichten über die grausame Geschichte des Chicxoy-Damms. Unser letztes Ziel sind die 5 geplanten und äußerst umstrittenen Staustufen im Usumacinta. Honduras ist knapp ein Drittel so groß wie Deutschland. Über Jahrhunderte prägte die Maya-Kultur dieses Land. Gegenwärtig leben hier knapp 7 Millionen Menschen. Nach seiner Unabhängigkeit 1821 blieb Honduras im Gegensatz zu seinen Nachbarstaaten von Bürgerkriegen verschont. Seit 1982 existiert die Präsidiale Republik, an deren Spitze seit 2006 Manuel Zelaya von der Liberalen Partei steht. Honduras zählt neben Nicaragua und Haiti zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas. Wie in den anderen mittelamerikanischen Staaten ist auch hier der Boden sehr ungerecht verteilt. Die wichtigsten Exportgüter sind Kaffee, Garnelen und Bananen. Bedeutendster Importeur von honduranischen Produkten ist nach den USA Deutschland. Wir fahren in den Osten von Honduras, in das größte Bundesland Olancho. Hier finden wir die artenreichste Region des Landes mit hochgelegenen Nebelwäldern und tropischen Regenwäldern. Dazu gehört die Sierra de Agalta, die der Staat seit 1987 als Nationalpark schützt. Seltene Pflanzen und Vogelarten sind hier beheimatet. Der Babylonia windet sich durch die Berglandschaften und stürzt über mehrere Wasserfälle ins Tal. Gegenwärtig baut hier das private honduranische Energieunternehmen Energisa ein Wasserkraftwerk. Durch ein mehrere hundert Meter langes Fallrohr gelangt das Wasser zu den Turbinen. Die Generatoren des Werks erzeugen dann eine Leistung von 4 Megawatt. Der Strom wird daraufhin an die teilprivatisierte Energiegesellschaft ENE verkauft und ins Netz eingespeist. In unmittelbarer Nähe zu dem Kraftwerk wohnt Justo Mesa mit seiner Familie. Wie viele andere Einwohner der kleinen Gemeinde La Venta leben sie vorrangig von der Viehwirtschaft. Justo führt uns den steilen Berg zu der geplanten Staumauer hinauf. In dem Nationalpark baut Energisa die Staumauer. Der bewaffnete Sicherheitsdienst verweigert uns den Zutritt auf das staatliche Gelände. In unmittelbarer Nähe hat Justo seine Kaffeesträucher gepflanzt. Mehr als 100 Einwohner des Tals verbessern so erheblich ihren Lebensunterhalt. Nach der Fertigstellung der Staumauer versinken die Pflanzungen, ebenso wie ein Teil des Naturschutzgebietes, in den Wassermassen. Viele Regionen Olanchos trocknen immer mehr aus. Die großflächige Abholzung der Wälder ließ den Grundwasserspiegel stark sinken.
Neben Bergbau, Vieh- und Landwirtschaft ist vor allem die einflussreiche Holzindustrie verantwortlich. Jeden Tag schlägt sie umgerechnet 40 Fußballfelder kahl und transportiert die Stämme in die Sägewerke. Die Folgen des meist illegalen Kahlschlages sind Erosion und ein dramatischer Rückgang der Ernteerträge. Einige Regionen sind bereits auf Trinkwasserlieferungen angewiesen. Enerhisa verschärft die Knappheit. Denn mit der Stauung des Babylonia reduziert es die Wassermenge erheblich. Das führt zur Verunreinigung und damit zur Abnahme der Fischarten. Gerardo Salgado vom honduranischen Energieministerium sieht dagegen keine gravierenden Auswirkungen für die Region. Como Secretaría de Recursos Naturales, nosotros tenemos un mandato de protección al ambiente. Y como ambiente consideramos no solamente la flora, la fauna, el aire, la tierra, sino también las comunidades, su cultura, las tradiciones que tiene. Y nos esforzamos en que cualquier proyecto que se vaya a realizar tome en cuenta a las comunidades, tome en cuenta el impacto que la posible construcción pudiera tener y establecer entonces medidas que mitiguen o que alivien ese impacto sobre las comunidades. Beim Babylonia-Projekt trifft dies nicht zu. Sowohl Enerhisa als auch die staatlichen Behörden und Ministerien brechen die honduranischen Gesetze. Wir treffen Isidro Zuniga in seinem Haus. Auch er lebt mit seiner Familie in La Venta, nur wenige Meter von dem neuen Kraftwerk entfernt. Seit Jahren kämpft er in der Umweltorganisation MAO für den Erhalt des Naturschutzgebietes. Hay decretos que del país, ¿verdad? Donde se prohíbe hacer toda construcción, sea de esta índole, como podemos decir, un proyecto hidroeléctrico, puede ser cementera, construcción de casas, apertura de calles, bueno, un montón de requisitos en un parque nacional que sí está prohibido. Die Abholzung und Flutung eines Teiles des Nationalparks wird die Artenvielfalt erheblich reduzieren. Die starke Beeinträchtigung von Natur- und Lebensgrundlagen verstößt demnach gegen die honduranische Verfassung und das staatliche Forstgesetz. Die politischen Entscheidungsträger verweisen dagegen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Studien. El proceso de construir una central hidroeléctrica, una represa es largo, hay mucho que estudiar, así como el efecto sobre las personas, sobre las comunidades, pero también los aspectos técnicos, la cantidad de energía, el tipo de represa que se puede construir, el tipo de suelo que hay. Todo eso para valorar los costos y determinar si el costo de construcción puede ser pagado con los ingresos que provean de la venta de energía. Für das Energieministerium stehen ökonomische Aspekte im Vordergrund. Laut Gesetz muss ein unabhängiges Ingenieursbüro die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt in einer Machbarkeitsstudie darstellen. Nach der Prüfung der Unterlagen erteilt oder verweigert der Staat die Baugenehmigung. Im Fall des Babylonia-Wasserkraftwerks ignorierten sie die Gesetzesvorgaben. Bueno, el estudio fue un estudio totalmente malo. En primer lugar, lo hicieron personas de la misma empresa, donde no debería ser eso así, ¿verdad? El estudio, creemos nosotros fielmente que quien lo hubiera hecho eran otras entes del Estado, ¿verdad? Pero no personas que estaban en la misma empresa porque iban a sacar un estudio favorable a ellos. Isidro Zuniga kritisiert nicht nur die rechtswidrige Relation zwischen Staat und Enerhisa. Seiner Meinung nach vertuscht das Unternehmen mit seiner Studie das Risiko eines Bergsturzes. Y otra de las cosas que no ha sido factible el proyecto es que tenemos un cerro franco arenoso o casi más arenoso, donde para estos clases de proyectos tienen que ser los suelos más que todo
arcillosos o pedregosos, ¿verdad? Auch die Autonome Nationale Universität von Honduras kritisiert die Studie. Laut ihrer Untersuchung eignet sich der Untergrund nicht für einen Staudamm. Zusätzlich existieren mehrere geologische Brüche. Bereits kleine Erdbeben könnten katastrophale Folgen für das Tal haben. Für Isidro Zuniga, Justo Mesa und viele andere Einwohner des Dorfes hat sich das Leben stark verändert. Enerisa und Profiteure aus Politik und Wirtschaft setzen ihre Gegner systematisch unter Druck und verfolgen sie. Etliche Aktivisten, darunter ein ehemaliger Bürgermeister, haben laut Amnesty International Morddrohungen erhalten. Die zuständige Vizebürgermeisterin Glendi Cardosa äußert sich nur ungern und ausweichend zum Staudammprojekt. A lo mejor usted sabe, estos proyectos tendrán sus ventajas y a la vez tienen sus desventajas, que yo tampoco las desconozco. Nosotros no estamos ni en contra ni a favor. Es algo que esto ya está dado, este proyecto. O sea, esto viene ya desde el gobierno central. Nosotros como alcaldía no, ahí no podemos meternos en nada. O sea, es algo que ya está dado. Y, o sea, la alcaldía no tiene por qué ir a decir esto se para porque no se puede. Es algo que ya el gobierno central ha decidido, ha aprobado esto. Y nosotros como alcaldía municipal, sinceramente, que ahí no podemos ir a parar algo que no podemos. No podemos hacer esto. Für die Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen Ziele ist dem Unternehmen jedes Mittel recht. So kostete der Widerstand gegen den Staudammbau bereits einen Aktivisten das Leben. Carlos Flores wurde 2001 auf offener Straße und vor Zeugen erschossen. En algún otro momento, pues, como le dije, la persecución de los líderes, en algún momento pues murió un líder comunitario, que aquí tenemos un afiche del líder comunitario. Este líder fue uno de los opositores al proyecto. Él tenía su compañera de hogar y dos niños, más ella quedó embarazada de otro niño. Y él fue muerto aquí, en este portón que tenemos enfrente, fue tiroteado, fue otro los tiraron de allá. O sea, fue rodeada la casa de guardias de seguridad de la empresa Energisa, saliendo de adentro del plantel los guardias de seguridad a las 12:30 del día. A esa hora fue matado el muchacho. O sea que donde podemos constar, ¿verdad?, que fue a una hora que nadie tiene que dudar, ¿verdad? Esto se puso la denuncia, vino la policía al mismo momento a hacer el levantamiento junto con el juez, pero al momento no llegaron a la empresa, a donde estaban los guardias, y diciéndole en ese momento, ahí están los guardias que lo mataron ahorita, vayan a hacer registro de armas, porque en ese momento se averiguaba qué arma había tirado, no lo hicieron. O sea, se deja ver el complot que ellos tienen, el compromiso entre autoridades con la misma empresa. ¿Y con el hombre no podemos hablar? No, el hombre no está el jefe, no está el jefe. Die Drahtzieher sind auch 2005 noch auf freiem Fuß. Wir versuchen, mit der Geschäftsleitung des Werks zu sprechen. Doch obwohl sie anwesend ist, lässt sie sich vom Wachpersonal verleugnen. Zu groß ist Energisas Angst vor kritischen Fragen und einer negativen Berichterstattung im Ausland. Wir fahren in den Südwesten von Honduras. In dem bergigen Bundesland Intibucá ist die Natur besonders artenreich. Hier erstreckten sich nahezu unberührte Waldgebiete. Unser Ziel ist San Antonio, eine kleine Gemeinde an der Grenze zu El Salvador. Nur wenige Kilometer von hier planen beide Regierungen einen riesigen Staudamm, El Tigre. Nach der Fertigstellung wird das gesamte Dorf im See versinken. Berta Cáceres ist seit Jahren in der Menschenrechts- und Umweltorganisation COPIN aktiv. Sie kritisiert die illegale Vorgehensweise von Regierungen und Unternehmen bei Staudammprojekten. Esas son una de las peores cosas que están pasando en las comunidades, porque en Honduras está aprobado también el convenio 169 sobre los pueblos indígenas, que es obligación del Estado cumplirlo, y habla
de la obligación del Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier megaproyecto o proyecto que atañe o que afecte a las comunidades indígenas. Y esto no se ha hecho. Nunca se le ha preguntado a las comunidades si quieren una represa o no. La otra cosa es que en municipios como Concepción y también en San Antonio de Colomoncagua, las comunidades han hecho grandes asambleas comunitarias donde han acordado que no va a entrar ninguna represa hidroeléctrica. Allein in Honduras sind 10 Gemeinden mit ca. 60.000 Personen direkt betroffen. Für sie bedeutet das den Verlust ihrer Wohnstätten und Lebensgrundlagen. Im gesamten Gebiet halten COPIN und andere Organisationen regelmäßige Treffen ab. Sie tauschen Informationen aus und beraten das gemeinschaftliche Vorgehen gegen die Staudammprofiteure. Auch in San Antonio ist die Regierung kompromisslos vorgegangen. Israel Quintero verurteilt die fehlende Befragung und die einseitigen Entscheidungsprozesse. Mire, nosotros de parte del gobierno no tenemos absolutamente nada. No han habido consultas. Nosotros aquí hemos tenido manifestaciones, hemos ido hasta la capital a manifestarnos que no queremos que se haga esa represa. En lo absoluto, de parte del gobierno y de otras autoridades involucradas en la reconstrucción de esa represa, no han venido nunca aquí a hacer consulta. Für die Regierungen Mittelamerikas haben Staudämme eine überregionale Bedeutung. Die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung würde den Ausbau des Energiemarktes erheblich gefährden. Denn Projekte wie El Tigre sind wichtige Bausteine für die Erhöhung des Stromangebots. Insbesondere das neue Stromnetz CIEPAC spielt für die wirtschaftlichen Interessen eine grundlegende Rolle. Die Verbindung zwischen Südmexiko und Panama gilt als das wichtigste Infrastrukturprojekt des Plan Puebla Panama. Durch sie schaffen die Staaten eine bedeutende Voraussetzung zur Ansiedlung transnationaler Unternehmen. Zudem ist die neue Stromverbindung ein entscheidender Bestandteil für ein gesamtamerikanisches Stromnetz. Mit den geplanten Anschlüssen nach Mexiko und Kolumbien wird ein riesiger Energiemarkt von den USA bis nach Südamerika entstehen. Y la energía también se está privatizando, o sea, aunque las comunidades tuvieran acceso a la energía, va a ser muy cara, va a ser privatizada, no va a ser del Estado ni peor de las comunidades. Ellos dicen que es de beneficio, dicen, para las comunidades, porque van a tener, dice, acceso a una refrigeradora, televisor. O sea, nosotros pensamos que el pensamiento de ellos sobre el desarrollo, si para ellos tener una refrigeradora y un televisor es desarrollo, eso es una cosa ridícula, porque eso no es desarrollo. Desarrollo para nosotros es tener nuestros bosques, es tener los ríos libres, que no estén encarcelados, es la vida, es la tierra, pero para las comunidades, no para un grupo pequeño que se beneficia con nuestras riquezas. Die Übertragung des westlichen Konsum- und Wohlstandsmodells auf die sogenannten Entwicklungsländer ist ein fortwährender Eingriff in bestehende Gesellschaftsstrukturen. Dennoch wird es von den Entscheidungsträgern, wie dem Vorsitzenden des PPP-Büros Herbert Taylor, als notwendige Entwicklung verkauft. Wegen der wachsenden Kritik verschweigt er die tatsächlichen Interessen. Zu diesen gehören Energieproduktion und Wasserversorgung für Monokulturen und Niedriglohnfabriken. Beides profitable Exportsektoren. Lo tienen que hacer como lo hacían en la Edad Media poniéndoles sal, porque no tienen refrigerador. Entonces es muy caro vivir allá, porque no tienen cómo conservar alimentos. Yo te pregunto cómo puedes tener sin energía eléctrica una pequeña clínica para hacer una pequeña intervención quirúrgica si no hay luz. ¿Cómo le puedes decir a los indígenas y a los campesinos y a la gente más apartada que puede comunicarse con sus familiares a otros lugares si no hay luz? Entonces,
sí se está haciendo trabajo de infraestructura, pero el objeto y el fundamento central es la calidad y el nivel de vida de los habitantes. Immer mehr mittelamerikanische Einwohner erleben nun die Schattenseiten des boomenden Geschäfts. Die Preise steigen mit der Privatisierung des Energiesektors. So hat das Energieunternehmen AES große Teile des Energiemarktes in Panama und El Salvador unter seiner Kontrolle. Die Verbraucher bezahlen dort mittlerweile doppelt so viel wie in Honduras. Hier übernimmt größtenteils noch der Staat die Versorgung. Doch nun drängt AES auch auf den honduranischen Markt. Der US-Konzern ist maßgeblich an der Realisierung des El Tigre-Damms beteiligt. Angesichts der drohenden Vertreibung befinden sich die Einwohner San Antonios bereits im Widerstand, wie die Bürgermeisterin Elvira Giron beschreibt. Bueno, nosotros internamente estamos organizados, tanto en el casco urbano como en las diferentes comunidades. También tenemos diferentes grupos organizados de la seguridad ciudadana y una defensa civil con una experiencia de 8 años. Y así es de que nosotros quizás nos vamos a tirar a la calle si nos amenazan de esa forma, porque realmente estamos muy seguros acá, nos sentimos muy tranquilos, pues una demostración es que nosotros no queremos dejar nuestro pueblito, pues estamos mejorando sus calles. Y así, ¿verdad? No solo acá en el casco urbano, sino que estamos haciendo diferentes proyectos en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Am frühen Morgen machen wir uns auf den Weg zur Grenze. Beim Haus der Familie Arevalo endet die holprige Piste. Die 4 Generationen leben von der Viehwirtschaft und den fruchtbaren Ackerflächen. Der ertragreiche Mais ist hier das wichtigste Nahrungsmittel. Lorenzo Arevalo begleitet uns die letzten Kilometer zu den beiden Grenzflüssen Torola und Lempa. Sie trennen El Salvador und Honduras voneinander. Dort, wo sie zusammenfließen, soll mit fast 800 Megawatt eines der stärksten Wasserkraftwerke Lateinamerikas entstehen. Die Energie will der Multi-AES in das lukrative Sierpark-Netz einspeisen. Lorenzo beschreibt uns den vorgesehenen Standort. Entonces, de aquí donde estamos, a donde sé yo que van a hacer el muro, pues de la represa, está como a 3 kilómetros, más o menos. No, es lo que puede estar de distante. Y así es, pues, que si esa represa la hacen, los afectados vamos a ser nosotros, los hondureños. Der geplante See wird sich vorrangig über honduranisches Gebiet erstrecken. Die Mauer soll ungefähr 100 Meter hoch und 400 Meter lang werden. Für die Energieerzeugung sind 8 Turbinen eingeplant. Ob Technik auch von deutschen Unternehmen kommt, ist noch unklar, aber sehr wahrscheinlich. Denn Hightech-Produkte aus Deutschland sind bei den Konstrukteuren begehrt und in fast allen Staudämmen der Welt zu finden, auch in Honduras. Claro, hemos tenido participación de empresas alemanas, Siemens es una de ellas, participó en la construcción del centro de despacho de carga con el equipo de control, los tableros mímicos, computadoras, y también tenemos Siemens en equipo eléctrico que se usa en subestaciones. Así que tenemos participación, la Mayer International también fue una empresa, es una empresa consultora que participó en algunos estudios acá, y no solamente en Honduras, sino que en El Salvador, en Guatemala. Die deutsche Lahrmeier-Gruppe ist eines der größten Ingenieurunternehmen weltweit. In mehr als 140 Ländern ist die Konzerngruppe aktiv. Anteile besitzen neben RWE auch die Dresdner und die Deutsche Bank. Über mehrere Jahrzehnte hat Lahrmeier an Hunderten von Staudammprojekten mitgewirkt. Zu den zahlreichen Kritikern des Konzerns gehört die schwedische Gesellschaft für Naturschutz.
In ihrem 2000 erschienenen Bericht beschreibt sie untransparente Geschäftspraktiken, Bestechungen und gesetzeswidrige Studien. Zu dem binationalen Projekt El Tigre erstellte Lahmeyer die Machbarkeitsstudie, auch Feasibility-Studie genannt. Sie beinhaltet geologische, hydrologische, Umwelt- und Kostenuntersuchungen. Während eines Projektzykluses durchlaufen Projekt gewisse Planungsphasen. Das geht von Feasibility-Studien bis über Planung bis dann zur Implementierung. Die Feasibility-Studie ist hinsichtlich der Umweltverträglichkeit insbesondere wichtig, da hier die Kriterien angewandt werden, die von der Kommission für große Dämme, von der Weltbank festgelegt wurden und die dann entsprechende Kriterien liefern, ob dieses Projekt umweltverträglich ist. Die von Lahmeyer genannte Kommission für große Dämme, kurz ICOLD, dient als weltweite Interessenvertretung der Staudammbauer. Die Kriterien von ICOLD und Weltbank sind der Rahmen für die Realisierung von Staudämmen. Die Weltstaudammkommission WCD kritisiert diese Richtlinien als unzureichend, gerade in Fragen der Menschenrechte und Ökologie. Sie vertritt folgende Position. Betroffene sollen über alle Aspekte des Projekts informiert und an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Staudammbauer müssen vor Baubeginn glaubwürdig versichern können, dass ein Projekt von der lokalen Bevölkerung akzeptiert wird. Beide Forderungen wurden weder beim Babylonia noch beim El Tigre erfüllt. Nach den WCD-Kriterien müssten die Verantwortlichen die Projekte stoppen. Die Weltbank hat sich klar gegen die WCD-Kriterien ausgesprochen. Sie ist durch ihre Kreditvergabe immer noch tonangebend. Auch das deutsche Wirtschaftsministerium hat 2005 als entscheidende Instanz ein eindeutiges Votum abgegeben. Keine Verschärfung der Standards für Staudämme. Für Lahmeyer International und andere Unternehmen dient dies der Sicherung ihrer Geschäftsinteressen und Millionengewinne. Fragen zu einzelnen Projekten wie dem El Tigre-Damm lehnt der Geschäftsführer von Lahmeyer, Henning Notdurft, vor der Kamera ab. Aus Angst vor einer kritischen Berichterstattung will sich das Unternehmen nur zu allgemeinen Themen äußern. Für die Bewohner San Antonios und benachbarter Gemeinden wird sich die Situation in absehbarer Zeit verschärfen. Tenemos que oponerlos, oponer redundamente a decir no pasarán, o no se hará la represa. Ni un momento aceptamos lo que es el pueblo de San Antonio jamás dará esa decir sí que se haga la represa. No, redundamente no aceptamos. In allen mittelamerikanischen Ländern hat die Militarisierung zugenommen. Auch im Grenzgebiet zwischen Honduras und El Salvador sind Truppen stationiert. Während unseres Aufenthaltes überwacht uns das Militär, schießt Fotos und versucht uns über die Dokumentation auszuhorchen. Nur heimlich können wir filmen. Onésimo Hidalgo von der mexikanischen Menschenrechtsorganisation CIEPAC beschäftigt sich seit Jahren mit der zunehmenden Militärpräsenz in Zentralamerika. Seiner Meinung nach ist die Truppenverstärkung auf den wachsenden Widerstand gegen die PPP-Projekte zurückzuführen. Sí, yo creo que en la medida en que los planes y proyectos comerciales y los tratados de libre comercio y planes que tienen que ver con el sistema neoliberal, que no benefician para nada a los pueblos, los gobiernos, principalmente el gobierno de los Estados Unidos, trata de imponerlos por la vía de la militarización. Y en este sentido podemos hablar de que el plan... El plan Puebla-Panamá tiene también un plan militar llamado el Plan Nuevos Horizontes.
Der Plan Neue Horizonte stammt aus dem Jahr 1998. Bis zu 12.000 US-Soldaten sollen, wie offiziell verkündet, für humanitäre und infrastrukturelle Zwecke in Mittelamerika stationiert sein. Auffällig ist allerdings die unmittelbare Nähe zu Gebieten mit strategischer Bedeutung. Die jüngere Geschichte Mittelamerikas ist geprägt durch Diktaturen und Bürgerkriege. In vielen Ländern gab es Massenmorde, Folter und Vertreibung. Häufig standen wirtschaftliche Interessen hinter den Militäreinsätzen. So auch im guatemaltekischen Hochland. Hier verübten die Streitkräfte eines der schlimmsten Massaker des Landes. Guatemala ist etwa so groß wie Honduras. Im Zentrum der alten Maya-Kultur leben heute ca. 12 Millionen Menschen. 1821 erlangte Guatemala seine Unabhängigkeit von Spanien. Mehrere blutige Militärdiktaturen ließen im letzten Jahrhundert viele Einwohner verarmen. Tausende wurden umgebracht und vertrieben. In dieser Zeit konnten sich nur einflussreiche Großgrundbesitzer, Industrielle und Militärangehörige in der staatlichen Politik etablieren. Nach 36 Jahren Bürgerkrieg wurden 1996 die Waffen niedergelegt. Eine Folge der Diktaturen ist die neben Brasilien ungerechteste Landverteilung Lateinamerikas. 97% der Bevölkerung besitzen lediglich ein Drittel der Böden. Die Landwirtschaft produziert vorrangig für den Export. Wichtigster Devisenbringer ist seit langem der Kaffee, gefolgt von Zucker und Bananen. Bedeutendster Handelspartner in der EU ist Deutschland. Viele Parteien des Landes verfolgen neoliberale Ziele. Die Wahl gewann 2004 die Große Nationale Allianz mit ihrem Präsidentschaftskandidaten Oscar Berger. Auch diese Partei betreibt die Öffnung der Märkte und die Privatisierung der Staatsbetriebe. Das neoliberale Wirtschaftsmodell hat die Inflationsrate und die Arbeitslosenquote stark ansteigen lassen. Wir erreichen den Stausee Chixoy. Unter seinen weit verzweigten Armen gab es früher 23 Gemeinden. Auch das Dorf Rio Negro versank unter den Wassermassen. Die Geschichte des Stausees spiegelt die grausamen Methoden der Militärdiktatur und die Verwicklungen der Staudammindustrie wider. In dem neu aufgebauten und höher gelegenen Rio Negro treffen wir Julian Sanchez. Er ist einer der Überlebenden des Massakers von 1982. Se murió mi primera esposa, se murió. Mi esposa se llama María Dolores Chengostori. Con ella teníamos dos hijas. Una está viva ahorita y otra de un año y tres meses lo llevó su mamá cuando lo mataron a Pacochón. Una mi hija se murió. Se murió mi tía, se murió mi hermana, mis sobrinas se murieron allá. Vor der Füllung des Beckens lebten die knapp 4000 Talbewohner von den fruchtbaren Böden. Der kleine Fluss Chixoy versorgte die Menschen mit Trinkwasser und Fischen. Einer der ältesten Einwohner des Dorfes ist der 81-jährige Nicolas Chen. Wie die meisten aus der Region gehört er der Ethnie Maya Achi an. Noch gut kann er sich an die ertragreiche Zeit erinnern. Aquí trabajamos, aquí sembramos milpa, sembramos frijol, sembramos tomate, sembramos chile y tenemos siembra de nuestros abuelitos, nuestros papás. Hay jocotes, hay mango, hay cualquier cosa. Porque el jocote no solo un mate, sino que bastante van a costar a vender en San Cristóbal, a vender en Rabinal, pero ahora ya no hay nada. Für den Bau des Staudamms beauftragte die guatemaltekische Militärregierung 1974 das Konsortium LAMI. Dies bestand aus Lahmeyer International, Motor Columbus aus der Schweiz und International Engineering aus den USA.
Das deutsche Unternehmen Hochtief konstruierte die Tunnel. Die 300-Megawatt-Anlage sollte die Energiekrise des Landes beseitigen. Lahmeyer erstellte die Studie für den Damm. Die Bevölkerung wurde aber in keiner Weise in den Planungsprozess einbezogen. Erst nach den ersten Bauarbeiten informierte die staatliche Energiegesellschaft Inde die Bewohner. Das wahre Ausmaß des Projektes enthielten ihnen die Militärregierungen und Inde jedoch vor, wie Isabel Osorio berichtet. Por eso los antepasados ellos quisieron, sí, porque como no sabían qué es lo que vinieron a decir los ingleses, no sabían ellos, cabal por eso entraron la presa. Die Gesamtstudie von Lahmeyer umfasst auch eine geologische Untersuchung. Der ausgewählte Baugrund besteht aus Kalkstein und Vulkangestein. Zudem weist er seismisch aktive Spalten auf. Trotz des unsicheren Fundaments riet Lahmeyer der guatemaltekischen Militärdiktatur zum Bau. Kurz nach Baubeginn stürzte der Tunnel zu den Generatoren zweimal ein. Die Weltbank führte dies später in einem internen Bericht auf Lamis sehr beschränkte Untersuchung des Untergrundes zurück. Als Hauptgeldgeber griffen Weltbank und Interamerikanische Entwicklungsbank aber zu keiner Zeit ein. Auch nicht, als 1980 der Diktator Lucas Garcia die Region zum Kriegsgebiet erklärte. Zwei Jahre später begann das Militär mit den Massakern. En un 13 de febrero lo llamaron los hombres, son 76 hombres, lo llamaron para la comunidad de Xococ, que se presentaran, o sea, gente de aquí de Río Negro, que se presentaran a Xococ a un adiestramiento de manejo de armas, decían, porque aquí se va a hacer patrulla para cuidar la comunidad. Y después ya no regresaron la gente. Lo masacraron allí en Xococ en un mes completo. En un mes completo vino una patrulla militar y patrullero civil de la misma aldea de Xococ. Entraron muy temprano el 13 de marzo de 1982. Entraron aquí arriba y empezaron a citar las mujeres, porque ya no están los hombres, ya solo unos estamos, pero es que ya de escondido ya. Y entonces empezaron a citar las mujeres para una reunión en la escuela, dijeron. Bueno, vinieron en la escuela, juntaron todas las mujeres y los soldados y patrulleros civil de Xococ empezaron a descoger las patojas. Lo llevaron a las casitas y la violaron. Y después lo llevaron. En vista de las demás mujeres mayores de edad, miraron bien y después lo llevaron hacia para arriba, aproximadamente como 3 kilómetros de aquí. Y empezaron a ahorcar las mujeres, primero los niños. Los niños lo agarraban en los pies. Lo tiraban en una poza y lo ahorcaban las mamás, lo tiraban encima. Cabal por el pesar de las mujeres, se murieron los 107 niños y niñas, 70 mujeres. Fast 400 Maya Achi tötete das Militärregime.
Die meisten Überlebenden flohen in die Berge. Einige von ihnen versteckten sich dort mehrere Jahre. Andere siedelte die Regierung ins entlegene Pakusch um. Hier unterstanden sie der direkten Kontrolle des Militärs. Ein Jahr nach dem Massaker ging das Wasserkraftwerk ans Netz. Doch aufgrund der fehlerhaften Studie und Konstruktion wurde es wenig später abgeschaltet. Trotz des mörderischen Vorgehens der Militärregierung gab die Weltbank einen zweiten Kredit. Letztlich summierten sich die Baukosten auf knapp 1 Milliarde US-Dollar. Mehr als dreimal so viel wie ursprünglich von Lamy kalkuliert. Solche drastischen Fehlkalkulationen sind kein Einzelfall. Die Weltstaudammkommission stellte bei 3 von 4 Projekten Kostenüberschreitungen fest. Die Weltbank bezeichnet den Damm heute als wirtschaftliches Desaster. Zu der menschlichen Tragödie schweigt sie sich, genauso wie das Konsortium um Lahmeyer, bis heute aus und weist jegliche Verantwortung von sich. Mehrere Familien kehrten Anfang der 90er Jahre trotz starker Traumatisierung zurück. Nicolas Chen beschreibt die Lebensbedingungen in Pakusch als unerträglich. No hay nada, no podemos vivir tranquilo. En cambio aquí siempre, no, en que no tan tranquilo, en que no somos ricos. Aquí podemos tener unos gallinos, aquí podemos trabajar, podemos hacer leña, podemos hacer ocote. Auch das Leben in Rio Negro ist mühsam. Die Böden an den Hängen sind weniger ertragreich als in früheren Zeiten im Tal. Für die Versorgung der Familien hat die Fischerei an Bedeutung gewonnen. Doch häufig kommen die Bewohner mit geringem Fang nach Hause, denn das stehende Gewässer ist stark verschmutzt und als Trinkwasser völlig ungeeignet. So versorgt eine 52 Kilometer lange Leitung die Gemeinde mit Frischwasser. Es fehlt an vielem. Nicht einmal ein Stromanschluss existiert. Dabei produziert der Staudamm ein Viertel der nationalen Energie. Seit Jahren kämpfen die betroffenen Gemeinden für versprochene Entschädigungen wie Straßen, Strom und Geld. Ende der 70er Jahre hatten Gemeindevertreter und das Energieunternehmen Inde die Ausgleichsleistungen offiziell vereinbart. Aber Regierung und Inde hielten ihre Versprechungen nicht oder nur unzureichend. Estos tiempos estamos nosotros todavía luchando para reclamar que pagara todos los daños que ellos prometieron que está escrito en el libro. Pero, ¿qué es lo que dice ahorita el Banco Mundial, el INDE? Lo que dice ahorita es que quiere una prueba, quiere una certificación del compromiso que hizo el INDE con la comunidad aquellos tiempos. Pero hoy ya no vamos a tener porque lo secuestraron los que llevaban el libro. Ahí se desapareció todo. Weltbank und Inde sehen den Entschädigungsprozess als beendet an. Die betroffenen Gemeinden wollen der anhaltenden Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Mehrere hundert Anwohner besetzen Ende 2004 das Wasserkraftwerk. Sie drohen, die Anlage abzuschalten, falls Regierung und Inde nicht zu Verhandlungen bereit seien. Hemos estado acá haciendo todos los esfuerzos buscando el diálogo y por lo mismo nosotros estamos viendo ahorita. Durante los 28 años, fíjate, estamos sufriendo, estamos pagando luz un alto precio. Y ellos, ¿cuántos están haciendo? 2 millones. Están haciendo 2 millones diarios. Nach eintägiger Besetzung einigen sich die Parteien auf die Einsetzung einer Verhandlungskommission. Wegen der geringen Erfolgsaussichten haben sich die Gemeinden zu einem weiteren Schritt entschieden. Sie wollen ihren Fall vor den Interamerikanischen Menschenrechtshof bringen. Die Aussichten stehen gut, wie das Urteil im Fall der Nachbargemeinde Plan de Sanchez zeigt. Das gleiche Gericht verurteilte die Regierung zu einer Zahlung von 8 Millionen US-Dollar.
Allerdings wollen die Gemeinden auch Weltbank und Interamerikanische Entwicklungsbank in das 2006 beginnende Verfahren einbeziehen. Ob das Konsortium LAMI sich im Prozess verantworten muss, bleibt abzuwarten. Lahmeyer ist sich nach eigener Aussage keiner Mitschuld bewusst. Zu dem brisanten Staudamm wollte sich das Unternehmen vor der Kamera erneut nicht äußern. Unser letztes Ziel liegt im Nordwesten Guatemalas. Das Tiefland des Bundeslandes Petén ist dünn besiedelt und äußerst artenreich. Dichter Regenwald durchzieht die schwer zugängliche Region. Weltweit bekannt ist der Petén durch seine einzigartigen Maya-Ruinen von Tikal. Mehrere hunderttausend Personen besuchen jedes Jahr die alte Tempelstadt. Wir erreichen die kleine Gemeinde La Técnica. Nur wenige Meter vom Dorf entfernt trennt der Usumacinta Guatemala vom gegenüberliegenden Mexiko. Das weitreichende Flusssystem zählt zu den letzten unberührten Ökosystemen nördlich des Amazonas. Weiter nördlich von hier mündet der Usumacinta in den Golf von Mexiko. Der guatemaltekische Bürgerkrieg verschonte auch dieses abgelegene Gebiet nicht. Um den Widerstand niederzuschlagen, zerstörte die Militärdiktatur die Dörfer und vertrieb ihre Einwohner. Ein Betroffener ist Umercindo Martinez. Über Jahre kämpfte er gegen das mörderische Regime. De 1980-81, la comunidad de La Técnica fue completamente quemada. Digamos, esto fue llevado a cabo por parte del ejército. En contra de la sociedad por algunas posiciones que la comunidad asumía. O sea, la quema de estas comunidades fue una realidad, como ahora, para entonces fue una gran amenaza, un gran desplazamiento, mucha gente refugiada en México, otros compañeros refugiados en la selva del Petén. ¿Y a dónde vas a sembrar frijol? Ahí, en el plan, para el Gretel Martín. Viele der geflohenen Familien kehrten in den 90er Jahren in ihre zerstörten Gemeinden zurück. Auch La Técnica bauten die mittellosen Bauern wieder auf. Fast alle Gemeindemitglieder gehören heute der Kooperative an. Jedes Mitglied besitzt eine gleich große Parzelle für den Anbau. Die fruchtbaren Überschwemmungen düngen die Felder und garantieren eine ausreichende Ernte. Auch die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes nutzt allen. So kommt der Gewinn aus dem Holzverkauf der Kooperative zugute. Gemeinsam beschlossen sie daraufhin den Kauf eines Dorftraktors. Die Familie Aguilar war eine der ersten, die ihr Haus wieder in La Técnica aufbaute. Jesús Aguilar ist von der Idee der Kooperative überzeugt. La decisión se toma la sociedad en general y sus directivos. Por ejemplo, cuando un directivo viene acá a la comunidad y se le informa de algún proyecto, él lo baja a la asamblea y la asamblea le da el visto bueno. Si está bien, lo aprueban y si no, se le da el visto que no, también. Y así es como está formado y las decisiones así se toman, la sociedad. Trotz kollektiver Strukturen ist das Leben beschwerlich.
Jesus läuft mehrmals am Tag zu einer kleinen Quelle. Die abgelegenen Zuflüsse zum Usumacinta versorgen die Haushalte mit Trinkwasser. Gleichzeitig dienen sie, wie der Fluss, als Waschstelle. In den letzten Jahren hat die Bedrohung für die Gemeinde zugenommen. Durch die Realisierung des Plan Puebla Panama forcieren die Regierungen Guatemalas und Mexikos die Staudammprojekte. Für La Técnica bedeutet dies die komplette Überflutung und damit die erneute Vertreibung. Das Großprojekt gefährdet neben Gemeinden aber auch einzigartige Natur. Das Flussbecken zählt zu den artenreichsten Gebieten der Erde. Es beheimatet seltene Tier- und Pflanzenarten. Auf beiden Seiten der Grenze ist das nahezu unberührte Ökosystem international geschützt. Nach den ursprünglichen Konstruktionsplänen würde eine Seenlandschaft in der Größe Berlins entstehen. Schätzungsweise 40.000 bis 60.000 Personen müssten ihre Dörfer verlassen. Gustavo Castro von der Organisation CIEPAC beschäftigt sich seit Jahren mit den binationalen Staudämmen. Er kritisiert die Geheimhaltungsstrategie der beiden Regierungen. Y en la Comisión Federal de Electricidad, el mismo documento de la Comisión Federal de Electricidad muestra las cinco cortinas que van a estar a lo largo del río. Esta cortina inunda una parte, esta otra y esta otra, pero al final es una gran presa donde pondrían turbinas para la generación con la corriente del río. Y es un documento de la Comisión Federal de Electricidad. También están los mapas donde la Comisión Federal de Electricidad ubica en qué comunidades estarán las presas hasta Boca del Cerro. El proyecto existe, siempre lo van a intentar negar para evitar la movilización social, la movilización política contra eso. Die Pläne, mehrere binationale Dämme am Usumacinta zu bauen, stammen aus den 70er Jahren. Der jahrelange nationale, aber auch internationale Widerstand hat zu einem Strategiewechsel geführt. In einer offiziellen Stellungnahme aus dem Jahr 2002 verleugnet der guatemaltekische Energieminister Raúl Archila die Staudammpläne. Allerdings beweisen die Dokumente des staatlichen Energieversorgers CFE aus Mexiko anderes. Die Pläne, datiert auf 2003, sehen 5 Staustufen vor. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen Vorhaben sind die Mauerhöhen nun niedriger aufgeführt. Insgesamt visieren die Staaten eine Stromerzeugung von 2600 Megawatt an. Das entspricht der Leistung von umgerechnet 2 großen Atomkraftwerken. Auch Rudi Nachera vom Energieministerium bestreitet das Vorhaben, verweist aber auf die wirtschaftliche Bedeutung. Ha habido una desinformación que de alguna manera ha causado un revuelo importante en la propia sociedad, en los habitantes del lugar. Obviamente tenemos recursos hidroeléctricos y el Usumacinta es uno de los que contamos, muy importante. Si nosotros pensáramos en aprovechar ese recurso, estaríamos de alguna manera cabalmente cumpliendo a cabalidad con los requerimientos energéticos de nuestro país. Es más, tendríamos excedentes que podrían ser colocados en el exterior. Obviamente, el proyecto de Usumacinta únicamente aparece en diseños, aparece como planes. En concreto, yo no he visto de momento que exista un poste, que exista un block, un ladrillo de iniciación de ese proyecto.
Gegenwärtig ist die Stromversorgung nicht in allen Gebieten Guatemalas gesichert. Gerade im abgelegenen Petén leben viele Familien ohne Elektrizität. In La Técnica stehen seit einigen Jahren Strommasten. Doch angeschlossen ist die Gemeinde bis heute nicht. Ein Grund ist der profitablere Energieexport. Schon heute verkauft Guatemala Energie an andere Länder, obwohl jeder dritte Haushalt keinen Strom besitzt. Wir fahren mit dem Boot flussabwärts. Nach einer Stunde erreichen wir die berühmte Maya-Ruine von Yaxchilan. Sie liegt inmitten des tropischen Regenwaldes und ist nur über das Wasser zugänglich. Die bedeutende Kulturstätte mit ihren verstreuten Tempeln entstand im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Sie ist heute eine beliebte Touristenattraktion. Nach den Konstruktionsplänen der Regierungen werden große Teile von Yaxchilan in den Fluten versinken. Aber nicht nur diese Ruinen sind bedroht. Nach Angaben des Mexikanischen Instituts für Archäologie und Geschichte könnten bis zu 220 Maya-Stätten untergehen. Obwohl beide Regierungen die Konstruktion der Dämme abstreiten, gibt es mehrere Hinweise für deren Realisierung. Ein Indiz ist der Versuch, Ländereien zu erwerben. Getarnt als Großgrundbesitzer versuchten Unbekannte, auch die Bewohner La Técnicas zum Verkauf zu bewegen. Bien que ellos decían que es mejor que vendan su terreno porque si se habla, se sigue hablando de las represas y si las represas se dan, ustedes ni siquiera van a poder vender sus terrenos, los van a perder. Entonces sería mejor que nos vendieran a nosotros todo el terreno que tienen. Entonces, digamos, los compañeros que hablaron con ellos, socios de la cooperativa, lo que les dijeron fue, miren, nosotros no estamos vendiendo el terreno. En la cooperativa o en ningún lado hay un anuncio que diga la técnica agropecuaria se vende. Wir überqueren die Grenze nach Chiapas. Nicht weit von hier soll der nördlichste Staudamm, Boca del Cerro, entstehen. Auch hier lehnen die Menschen den Bau kategorisch ab. Chiapas ist der südlichste und ärmste Bundesstaat Mexikos. Etwa ein Drittel der knapp 4 Millionen Einwohner ist indigener Herkunft. Die enorme Artenvielfalt, die fruchtbaren Böden und die vielfältigen Rohstoffe beuteten Staat, Großgrundbesitzer und transnationale Unternehmen jahrzehntelang aus. Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des NAFTA-Freihandelsabkommens am 1. Januar 1994 begann der Aufstand der Zapatisten. Ihr Widerstand richtet sich gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Rassismus und findet international große Beachtung. Sie gründeten mehrere selbstverwaltete Landkreise. In diesen bauen die Zapatisten ein eigenes Gesundheits-, Landwirtschafts- und Bildungssystem auf. Charakteristisch für ihren Widerstand sind die schwarzen Skimützen, die sogenannten Pasamontañas. Seit dem Aufstand hat die Militarisierung stark zugenommen. Der mexikanische Staat unter Präsident Vicente Fox will mit aller Macht seine wirtschaftlichen Interessen durchsetzen. Hierzu zählen auch die Projekte des Plan Puebla Panama und in diesem Fall die Staudämme am Usumacinta. Der staatliche Energieversorger CFE argumentiert widersprüchlich. Mal spricht er von einer niedrigeren Mauer als ursprünglich geplant, mal vom Stopp des Projekts. Nach mehrfacher Nachfrage gesteht Eduardo Olivares von der CFE indirekt die Planung ein. No, no existe fecha de inicio, no existe fecha de terminación. Y bueno, en el caso de dado que se llegara a efectivamente a construir en un futuro, sería cumpliendo toda la normatividad en materia de impacto ambiental en todos los sentidos. Flora, fauna, población. De tal manera de que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad, muy respetuosa de la normatividad,
Y las obras que estamos haciendo, en este momento estoy electrificando la selva Lacandona. Estoy construyendo una línea muy importante de 100 kilómetros. Y en este momento le quiero decir que hicimos rescate arqueológico, rescate de flora, rescate de fauna, reforestación. Woher kommt aber die Energie für den lacandonischen Regenwald und wem nutzt sie? Wir fahren in die abgelegene Gemeinde Roberto Barrios. Sie ist eine von 5 Versammlungszentren der Zapatisten. Nur wenige Tage vor unserer Ankunft war Eduardo Olivares hier. Er verhandelte mit den Zapatisten über den Weiterbau von Hochspannungsmasten. Die CFE will die Leitungen über zapatistische Gebiete führen. Die Gemeinden lehnen dies ab. Für einen Sprecher des Zentrums treiben Regierung und CFE ein falsches Spiel. Si se piensa para alumbrar a las comunidades que están dentro de la selva, ¿verdad? Sí. Entonces, pero al mismo tiempo el gobierno amenaza con desalojar a los habitantes que están dentro de la selva. Entonces, ¿cómo es posible que le lleva luz para que lo amenace en sacarlos de ahí? ¿Para quién va a ser entonces la luz de alta tensión? Die mexikanische Regierung zielt auf die wirtschaftliche Erschließung des lacandonischen Regenwaldes ab. Mit der Hochspannungsverbindung bereitet sie mehrere Projekte des Plan Puebla Panama vor. So soll in dieser Region ein lukrativer Tourismussektor entstehen. Auch Erdölförderung, Bergbau, Wasserprivatisierung und Erforschung der biologischen Vielfalt gehören zu den gewinnbringenden Vorhaben. Für über 40 Gemeinden bedeuten diese Planungen Vertreibung und Verlust ihrer Lebensgrundlagen. No sabemos exactamente de cuál es la cuál es el objetivo del gobierno, pero lo que sí sabemos que dentro del territorio o de la geografía donde va a pasar esa línea eléctrica que viene de Tenosique es la misma geografía donde el gobierno piensa construir la presa hidroeléctrica de Boca del Cerro en el río Usumacinta. Die Hochspannungsmasten sind ein klarer Beleg für die Absichten der Regierung. Die Stahlkonstrukte sind für die Übertragung großer Strommengen konzipiert. Eine derart dünn besiedelte Grenzregion ist darauf keineswegs angewiesen, zumal mehreren Gemeinden die Vertreibung droht. Die Strommasten beginnen etwa 10 Kilometer südlich der Kleinstadt Tenosique. Später kreuzen sie die Ländereien der Gemeinde Victorio. Die Einwohner blockieren seit längerem den Weiterbau der Masten. Denn auch sie kämpfen solidarisch gegen Dammbau, Überschwemmung und Vertreibung. Der ehemalige Ingenieur der CFE, Manuel Frias, verweist auf die Wichtigkeit der Planung. Auf seiner Homepage Mexiko, drittes Jahrtausend, beschreibt er das Großvorhaben. Auf schriftliche Nachfrage antwortete er uns zum Boca del Cerro: Das deutsche Konsortium Lahmeyer, Salzgitter und Fichtner erstellte die Machbarkeitsstudie für das guatemaltekische Flussbecken. In Mexiko führte sie die CFE durch. Für die deutschen Unternehmen ist die Konstruktion von Staudämmen nach wie vor ein äußerst gewinnbringendes Geschäft. Sie erstellen Studien, bauen Mauern, Tunnel oder Energieanlagen und beliefern die Wasserkraftwerke mit Technik. Und zwar weltweit. Firmen wie Voith Siemens, Lahmeyer, Hochtief, Züblin, Fichtner und ihre Anteilseigner erzielten in den letzten Jahrzehnten Millionengewinne. Zu ihren Geschäftsinteressen äußern sich die Unternehmen höchst ungern. So auch Voith Siemens. Über 3 Monate verschleppte der Konzern die schriftliche Beantwortung unserer Interviewfragen. Aus Angst vor der kritischen Betrachtung seiner Geschäftspraktiken verweigerte Voith Siemens schließlich jegliche Auskunft. So wurde uns mitgeteilt:
Da die Schwerpunkte unserer Vertriebs- und Marketingarbeit derzeit nicht in Mittelamerika liegen, möchten wir von der Ausarbeitung entsprechender Statements absehen. Der deutsche Staat schafft gezielt Absatzmärkte in den sogenannten Entwicklungsländern. Ein wichtiges Mittel ist die Entwicklungshilfe. Sie ist ein Wegbereiter für deutsche Exporte. Denn die Gelder sind de facto an die Vergabe von Aufträgen gebunden, natürlich an deutsche Unternehmen. So fließt mehr als das Doppelte der sogenannten Hilfe in die deutsche Wirtschaft zurück. Aber auch auf andere Weise profitieren Konzerne. Der Staat kann durch Hermes-Bürgschaften deutsche Exporte versichern. Im Jahr 2003 bürgte er für Exporte in Höhe von 16 Milliarden Euro. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Kunden- oder Empfängerlandes übernimmt der deutsche Staat dann die offene Rechnung und damit letztlich der Steuerzahler. Externe Gutachten über die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Projekten sind die Ausnahme bei den Hermes-Bürgschaften. Für den Staat stehen ausschließlich außenwirtschaftliche und außenpolitische Interessen im Vordergrund. Es gibt weltweit wohl kaum ein Staudammprojekt ohne Widerstand. Auch die dokumentierten Projekte wurden und werden gegen den Willen der betroffenen Gemeinden durchgesetzt. Seit einigen Jahren vernetzen sich die Menschen Mittelamerikas durch nationale und internationale Treffen. Im Juli 2005 findet im guatemaltekischen Petén einer der regelmäßigen Kongresse gegen Staudämme statt. Über 300 Delegierte aus 8 Ländern diskutieren über die Wasserkraftwerke und ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur. Aspekte sind zudem Widerstandsstrategien, Entschädigungen und alternative Energieformen. Aber auch die übergeordneten Interessen der Regierungen spielen eine große Rolle. Denn Staudämme sind wichtige Bausteine des Plan Puebla Panama und des Freihandelsabkommens CAFTA. Die Anwesenden fordern die Einbeziehung der Bevölkerung in alle Entwicklungsvorhaben. Sie sagen Nein zur anhaltenden Verletzung der Menschenrechte, zur Ausbeutung und Naturzerstörung. Viele Menschen in Mittelamerika können das Treffen live im Radio verfolgen. Aber die Botschaft richtet sich auch an den Rest der Welt, vor allem an die Konsumgesellschaften. Es ist höchste Zeit, die ausbeuterischen Projekte zu stoppen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Económico, político, en el campo militar. Tienen planes muy siniestros para adueñarse de todito. Para acaparar son diestros. Lo ajeno los vuelve loquito. ¡Viva! ¡Ella! Ya se inventaron el nafta, el TLC, ahora el ALCA. Otras mañas para sangrar nuestra biodiversidad, la herencia de nuestros ancestros, medicina natural. Los genes de las plantitas pretenden patentar. Si quisiéramos sembrar y curar enfermedades, tendríamos que solicitar permiso a las transnacionales. Y para colmar los males, insisten en instalar nuevas bases militares, como allá en Gracias a Dios, y ordenan para que se cumpla el Plan Puebla Panamá. ¡Oh, nunca!